Die Sekte Scientology ist eine sehr eigenartige und ungewöhnliche religiöse Gemeinschaft. Im Gegensatz zu den meisten Sekten basiert Scientology nicht auf dem Christentum, auch wenn das Kreuz eines der Symbole von Scientology ist. Scientology wurde Mitte des letzten Jahrhunderts von einem Science-Fiction-Schriftsteller namens Ron Hubbard in Los Angeles gegründet. Das ist Research and Record mit 10 interessanten Fakten über Scientology. Am Anfang werde ich euch natürlich erst einmal erzählen, woran die Scientologen überhaupt glauben, um euer Interesse etwas anzuregen. Denn diese Sachen sind mehr als nur skurril. Die Scientology-Anhänger glauben, dass es in unserer Galaxie vor mehr als 70 Millionen Jahren eine hochentwickelte menschliche Zivilisation gegeben hat. Diese außerirdische Menschheit soll trotz ihres unglaublichen technischen Fortschritts genauso ausgesehen haben wie das Amerika der 70er Jahre. Das gilt für die Frisuren, Gebäude und die Kleidung dieser Zivilisation. Diese Spezies soll sogar Raumschiffe gehabt haben, die, wie das amerikanische Flugzeug Douglas DC-8, ausgesehen haben sollen. Dieses Flugzeug wurde ebenfalls in den USA der 70er Jahre produziert. Das Flugzeug der Außerirdischen hatte aber angeblich einen weltraumtauglichen Motor. Diese Zivilisation hatte einen Herrscher namens Xeno, der sehr bösartig gewesen sein soll. Xeno wollte die Population seines Imperiums senken. Dies brachte die Bürger dieses Imperiums zu einem Aufstand, der von Xeno erfolgreich unterdrückt wurde. Damit sich so etwas nicht wiederholen konnte, frierte Xeno die Aufständischen ein, verfrachtete sie in Raumschiffe und schickte diese Richtung Erde. Damals war die Erde noch ein unbewohnter Planet. Diese in Ungnade gefallenen Menschen wurden an einem Vulkan ausgesetzt. Kurz darauf wurde dieser Vulkan von Xenos Armee mit einer Wasserstoffbombe attackiert. Als Folge dieses Angriffs starben alle Menschen, aber ihre unsterblichen Seelen, die in Scientology als Fetens bezeichnet werden, haben sich dann in der ganzen Welt verteilt. Später wurden diese Fetens auf irgendeine Weise versklavt und dazu gezwungen, grausame Filme zu gucken, die viel Gewalt, Folter, Kreuzigungen und sonstige Grausamkeiten enthielten. Deswegen haben die Fetens diese Filmszenen als echte Erinnerungen gespeichert, auch wenn diese Sachen ihnen nie passiert sind. Die Scientologen glauben, dass jedes Mal, wenn ein Kind zur Welt kommt, ein Feten von dem neugeborenen Besitz ergreift und zu seiner Seele wird. Ein Mensch kann laut den Scientologen mehrere Fetens in sich tragen. Diese Fetenbesessenheit ist der Grund für all unsere psychologischen Probleme und Traumata. Diese Traumata nennen die Scientologen Ingrams. Scientology als Religion soll allen Menschen ermöglichen, seinen Feten so weit von den bösen Erinnerungen zu reinigen, dass dieser wieder in seinen Ursprungszustand versetzt wird und wir wieder glücklich und zufrieden sind. Dieser Zustand trägt die Bezeichnung Clear und kann nur mit der Hilfe der scientologischen Methode namens Dianetics oder zu Deutsch Dianetic erreicht werden. Wie ich schon im Intro erwähnt hatte, war der Gründer der Religion ein Science-Fiction-Autor. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Glaubenspfeiler von Scientology dementsprechend klingen. Ron Hubbard bestritt seinen Lebensunterhalt als Schriftsteller, bis er Mitte des letzten Jahrhunderts seine Religion gründete und finanziell nicht mehr auf das Schreiben angewiesen war. Aber alles der Reihe nach. Als junger Mann hat Hubbard bei der Navy gedient und war laut den Berichten seiner Vorgesetzten kein herausragender Soldat. Er soll selbstverliebt und undiszipliniert gewesen sein. Nichtsdestotrotz hat er es bis zu einem Offiziersrang geschafft und hatte zu den Zeiten des Zweiten Weltkriegs das Kommando über ein Militärboot. Eines Tages feuerte er die gesamte verfügbare Munition seines Bootes auf zwei deutsche U-Boote. Wie er sich später herausstellte, waren das keine U-Boote, sondern einfach nur ein Baumstamm, der auf dem Wasser trieb. Etwas später hat er eine kleine mexikanische Insel mit Raketen beschossen, weil er dachte, dass die Insel von Feinden besetzt sei, obwohl Mexiko ein Verbündeter der USA war. Diese Vorfälle haben dazu geführt, dass er das Kommando über sein Boot verlor. Als er später Sektenführer wurde, hat er all seinen Anhängern erzählt, dass er ein Held sei, der in vielen Schlachten und Ländern gekämpft habe. Hubbard hat auch gerne erzählt, dass er tödlich verwundet wurde und dass er erblindet sei, weil er sehr lange im offenen Meer unter strahlender Sonne auf einem Floß trieb. Hubbard behauptete, dass er nur überleben konnte, weil er sich selbst von der Erblindung mit Hilfe von scientologischen Methoden geheilt habe. Sein Werdegang beim Militär ist aber bestens dokumentiert und nichts davon lässt sich in irgendeiner Weise belegen. Ron Hubbard war zwar bei der Navy, mehr aber auch nicht. Die Gewässer der USA hat er nie verlassen und wurde dementsprechend auch nie verwundet und war natürlich auch nie mit anschließender Selbstheilung erblindet. Darauf entgegneten die Scientologen, dass alle Dokumente, die das heldenhafte Dasein von Hubbard bei der Navy belegen, einfach vernichtet worden sind. Das FBI soll diese Unterlagen komplett beseitigt haben, um den zukünftigen Sektenführer zu diskreditieren und um zu vertuschen, dass er ein Geheimagent gewesen sein soll.
Nach dem Krieg tauchte Hubbard in die Welt des Okkultismus, der Religionen und der Psychologie ein. Seiner eigenen Aussage nach soll er Mitglied in einer Sekte gewesen sein, die rituellen Sex auf einem Altar praktiziert haben, um den Antichristen zu zeugen, damit er die Herrschaft über die Welt übernimmt. Später heiratete Hubbard eine Frau aus der besagten Sekte. Nach dieser Phase fing er an, Science-Fiction-Bücher zu verfassen. Dies war die Zeit der großen Depressionen in den USA und um wenigstens etwas zu verdienen, musste Hubbard sehr schnell schreiben, um viel Text zu Papier zu bringen, damit er ausreichend entlohnt werden konnte. Später erzählte seine Frau in Interviews, dass er angeblich so schnell geschrieben habe, dass er seinen Schweiß ständig von der Schreibmaschine wischen musste. Wir können sogar annehmen, dass das stimmen könnte, da Hubbard im Guinness Buch der Rekorde vorkommt, als der Autor, der am meisten Bücher veröffentlicht hat. Aus seiner Feder stammen 1084 Bücher. Durch seinen Job als Schriftsteller konnte Hubbard kein Vermögen aufbauen. Eines Tages meinte er zu seiner Frau, dass man seine eigene Religion erfinden müsste, um viel Geld zu verdienen. Das nahm er auch sofort in Angriff. Sein erster Schritt in diese Richtung war sein Buch Dianetic, die moderne Wissenschaft der mentalen Gesundheit. Er wollte damit eine Lehre schaffen, die mit Hilfe von einem gewissen Know-how die Menschen von ihrem psychischen Problem befreien sollte. Hubbard ging davon aus, dass seine Methodik absolut wissenschaftlich sei, aber die renommierten Wissenschaftler begrüßten das Erscheinen von Hubbards Buch mit einstimmiger Meinung, dass die Dianetik eine Pseudowissenschaft sei. Sie nannten es eine Mischung aus Psychoanalyse, Aberglauben, östlichen Religionen und Science Fiction. Hubbard war natürlich kein Akademiker und schon gar nicht ein Wissenschaftler. Dementsprechend konnte er auch kein Fachwissen in dem Bereich Psychologie aufweisen. Der Gedanke, einfach so aus dem Nichts eine neue wissenschaftliche Entdeckung machen zu können, war natürlich absurd. Nichtsdestotrotz werde ich auf die Grundlagen von Hubbards Dianetik eingehen. Die Hauptidee der Dianetik ist folgende. Unser Verstand besteht aus zwei Teilen, dem analytischen Verstand und dem reaktiven Verstand. Der analytische Verstand funktioniert wie ein Supercomputer mit einem guten Gedächtnis. Dieser Verstand steht für Rationalität und trifft eben auch nur Entscheidungen dieser Art. Der reaktive Verstand dagegen erinnert sich eben nur an all das Schlechte im Leben, an Schmerz und Leid und verhindert unsere Entwicklung als Menschen. Ebenfalls soll der reaktive Verstand laut Hubbard der Grund für unseren psychischen Probleme sein. Diese schlechten Erinnerungen aus dem Bereich des reaktiven Verstands nannte er wie gesagt Ingrams. Die Dianetik lehrt uns, dass wenn wir alle Ingrams loswerden, wir den Clear-Zustand erreichen können. Dieser Zustand bezeichnet die absolute Kontrolle über unseren Verstand. Eine kurze Anmerkung. Dianetik ist nicht das gleiche wie Scientology. Dianetik ist lediglich eine pseudowissenschaftliche Methode von Hubbard, die er erfunden hat, die an Psychoanalyse erinnert und von Scientologen praktiziert wird. Scientology dagegen ist die Religion, die von Hubbard erschaffen wurde. Scientology als Religion besteht aber nicht nur aus Dianetik. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Der Kanal ist noch sehr jung und ich würde mich sehr über diese Art von Support freuen. Jede Woche kommt ein neues Video. Vielen Dank und weiter geht es mit Scientology. Die Abarbeitung der sogenannten Ingrams wird mit Hilfe einer Methode namens Auditing bewerkstelligt. Die Vorgehensweise dieser Methode erinnert etwas an einen Termin beim Psychologen. Es gibt den Auditor, das ist derjenige, der das Auditing durchführt, und es gibt den Pre-Clear, das ist derjenige, an den das Auditing gerichtet ist, der Patient sozusagen. Während eines Auditings wird vom Pre-Clear verlangt, gedanklich in seiner Vergangenheit nach Situationen zu suchen, die potenziell die Ursache für sein psychologisches Trauma sein könnten. Laut Dianetik bewirkt ein wiederholtes Zurückdenken und das ständige Erinnern an bereits vergessene Details, dass die Negativwirkung eines solchen Geschehnisses auf uns, die Scientologen Ingram nennen, mit der Zeit nach und nach verschwindet. Die Scientologen benutzen beim Auditing ein elektronisches Gerät, das E-Meter genannt wird. Dieses Gerät erinnert an einen Lügendetektor in einer eher primitiven Form. In einem klassischen Lügendetektor gibt es verschiedene Sensoren. Diese messen den Puls, die Atemfrequenz und die Stromleitfähigkeit durch die Haut der Hände. Wenn ein Mensch lügt, dann fängt er an, nervös zu werden und seine Hände werden schwitzig. Da Schweiß, also Wasser, ziemlich gut Strom leiten kann, steigt auch die Stromleitfähigkeit unserer Haut. So viel zu dem klassischen Lügendetektor. Allerdings ist der E-Meter lediglich ein Sensor für die Stromleitfähigkeit der Haut und besitzt keine weiteren Sensoren, die für einen Lügendetektor typisch sind. Die Scientologen setzen den E-Meter beim Auditing ein und können im Grunde nur sehen, wie stark der Pre-Clear schwitzt, also derjenige, der therapiert werden soll. Die Scientologen glauben, dass jede negative Emotion und Erinnerung eine messbare Masse hat. Diese angebliche Masse nennen die Scientologen Aufladung. Wenn ein Pre-Clear also in seiner Vergangenheit wühlt und ihm unwohl wird, weil er mit negativen Erlebnissen konfrontiert wird und zu schwitzen anfängt, sehen es die Scientologen auf dem E-Meter und wissen dann, dass es ein Ingram ist, mit dem sie arbeiten sollten. Ich hoffe, dass ihr mir folgen konntet.
Das Auditing gehört zu den Basics der Scientology-Religion. Die Wissenschaft ist sich aber einig, dass diese Methode erstens keinerlei positive Effekte bringt und zweitens ein psychisches Problem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verschlimmern wird, wenn derjenige bereits mit Problemen dieser Art zu kämpfen hatte. Üblicherweise setzen die Auditor die Prickliers mental unter Druck, um möglichst viel persönliche Geheimnisse in Erfahrung zu bringen. Diese Sitzungen werden dann samt aller intimen Informationen in der Scientology-Datenbank archiviert. Dazu später mehr. Anfangs wollte Hubbard die Öffentlichkeit von der Wissenschaftlichkeit seiner Auditing-Methode und des E-Meters überzeugen. Nachdem die Wissenschaft Hubbards Methode jegliche wissenschaftliche Grundlage abgesprochen hat, mussten die E-Meter von Fabrik aus als religiöses Zubehör markiert werden. Deshalb befindet sich auf den E-Metern ein Hinweis, dass das kein medizinisches Gerät ist, sondern lediglich ein rituelles Artefakt. Übrigens, bevor Scientology erfunden wurde und es nur die Dianetik gab, konnte das Auditing selbstständig angegangen werden, ohne dass ein Auditor dabei sein musste. Derjenige, der das Ganze probieren wollte, konnte also einfach zu Hause sitzen und sich an seine schlimmsten Erlebnisse erinnern, um sich von den Ingrams zu befreien. Den E-Meter gab es damals ebenfalls nicht. Diese zwei Elemente, also den Auditor und den E-Meter, hat Hubbard erst später hinzugefügt, nämlich als er Scientology erschaffte. Das Dianetic-Buch von Hubbard war 2 Jahre lang auf der amerikanischen Bestsellerliste. Nach diesem Zeitraum fing die Popularität seines Werks an, rapide abzunehmen, da die Leser unzufrieden mit seiner Methodik waren. Denn die im Buch versprochene seelische Heilung blieb aus. Der zukünftige Sektenführer konnte sich bei den Klagen kaum retten und hätte beinahe das Recht verloren, erneut über die Dianetik zu schreiben. Hubbard wurde von den Wissenschaftlern im Bereich Psychologie durchgehend scharf kritisiert und seine Erfindung wurde als Pseudowissenschaft betitelt. Er war also im Zugzwang. Hubbard hat sich dann schnell entschieden, von der Psychologie und von der Wissenschaft als solche komplett Abstand zu nehmen und gründete seine eigene Religion Scientology. Das Wort Scientology enthält, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, das Wort Science, also Wissenschaft in sich. So ganz wollte sich Hubbard das wissenschaftliche Image nicht nehmen lassen. Das Symbol von Scientology ist ein Kreuz, auch wenn Scientology absolut keinen Bezug zum Christentum hat. Dieses Kreuz hat 8 Kanten. Diese 8 Kanten stehen für die sogenannten Dynamiken im Scientology-Glauben. Dynamik ist ein Schlüsselbegriff in Scientology und soll so viel wie etwa eine Energie sein oder besser gesagt ein Trieb, der die Menschen dazu motiviert zu überleben. Von diesen Motivatoren soll es also 8 in Scientology geben, aber darauf einzugehen würde den Rahmen sprengen und da ist auch nicht wirklich viel Interessantes dabei. Die Scientologen glauben, dass der Mensch aus 3 Teilen besteht. Der Körper, der Verstand und die Seele, oder wie die Scientologen es nennen, Fiten. In den Anfangszeiten von Scientology glaubte Hubbard nicht an die Reinkarnation. Als seine Anhänger allerdings anfingen, von ihren Erinnerungen aus früheren Leben zu berichten, hat er die Scientology-Doktrin in puncto Reinkarnation geändert. Nach Änderungen dieser Art, die er an der Religion vornahm, prallte er damit, dass Scientology den anderen Religionen überlegen ist, weil Scientology sich ständig weiterentwickelt und sich selbst wie eine Wissenschaft mit der Zeit korrigiert, ohne dabei absolute Dogmen aufzustellen. Hubbard stellte ein Schema der geistigen Entwicklung eines jeden Scientologen auf. Links seht ihr den Entwicklungspfad der Auditor und rechts von dem Rest der Scientology-Anhänger. Diese Pfade haben sehr viele Ränge, wie ihr seht. Je höher ihr kommen wollt, desto mehr Geld müsstet ihr dafür ausgeben. Denn um die Ränge aufzusteigen, müssen kostenpflichtige Kurse absolviert werden. Je höher der Rang, desto teurer wird es für die ambitionierten Scientologen. Parallel dazu müsstet ihr immer wieder ein Auditing durchlaufen. Die allerersten Kurse sind natürlich immer kostenlos und werden als ein Charakter- bzw. Persönlichkeitstest angeboten. Erst nach diesen Anfängerkursen werdet ihr in die Glaubenswelt von Scientology eingeführt. Idealerweise werden die Auditor versuchen, eure persönlichen Probleme in Erfahrung zu bringen, um euch dann eine Lösung dieser anbieten zu können. Das Ganze natürlich mit Hilfe der oben genannten scientologischen Methoden. So landen die Menschen in dieser Sekte. Da unterscheidet Scientology nichts von dem Vorgehen anderer Sekten. Am Anfang maskiert sich Scientology aber als eine Art Coaching für persönliche Weiterentwicklung. Aktuell bräuchtet ihr ca. 1 Million Dollar, um die höchste Stufe in Scientology zu erreichen. Diese Kosten beinhalten die Kurs- und Auditingpreise. Hat er die Scientology-Doktrin in puncto Reinkarnation geändert? Am Anfang des Videos habe ich euch über Xeno, den galaktischen Imperator, erzählt. Der Xeno, der alle Menschen auf die Erde verbannt und kurz darauf vom Angesicht unseres Planeten getilgt hat, wodurch die Fetens entstanden sein sollen. Es könnte der Eindruck entstanden sein, dass alle Scientologen von dieser Geschichte wissen und daran glauben, wie die Christen an Adam und Eva glauben. Das ist aber nicht der Fall. Die Sache ist die, dass diese Xeno-Geschichte zum geheimen Wissen von Scientology gehört. In dieses Geheimnis werden hochrangige Scientologen eingeweiht, während die meisten Scientology-Anhänger gar nichts von dieser Geschichte wissen. Diese skurrile Geschichte wird euch erst erzählt werden, wenn ihr den Rang Operating Fetens 3 erreicht habt.
Denn wenn ihr bereits so viel Geld für Scientology ausgegeben habt, um immer mehr auf der Leiter der geistigen Erleuchtung aufzusteigen, dann seid ihr auch sicherlich bereit, so etwas Absurdes zu glauben. So wird verhindert, dass dieses Xenomärchen in der Öffentlichkeit verbreitet wird und potenzielle Sektenmitglieder abschreckt. Die Gehirnwäsche muss natürlich Step by Step vorgenommen werden und daran halten sich die Scientologen sehr gut. Vielleicht fragt ihr euch, wie das sein kann, dass die niedrigrangigen Scientologen nichts von dieser Story wissen bzw. nicht glauben, obwohl jeder diese Information einfach googeln könnte. Ganz einfach, wenn ihr mit dieser Xeno-Erzählung konfrontiert werden solltet als junger Scientology-Adept, dann fragt ihr sicherlich einen höherrangigen Bruder in der Scientology-Kirche und der wird euch sagen, dass diese Geschichte frei erfunden ist, er davon noch nie etwas gehört hat und dass die Scientologen an so etwas gar nicht glauben. Er wird euch sagen, dass dieses Gerücht von den Medien verbreitet wurde, um die Scientologen zu diskreditieren und um sie als Idioten darzustellen. Sogar wenn derjenige diese Geschichte glauben sollte, würde er das Ganze öffentlich natürlich leugnen, um keine zukünftigen Sektenmitglieder zu verschrecken. In der Mitte der 60er Jahre hatte Ron Hubbard bereits zehntausende Anhänger, die an seine Religion glaubten und ihm mehrere Millionen Dollar einbrachten. Viel Einkommen bedeutet auch viele Steuern, die Hubbard bis jetzt weder gezahlt hat noch zahlen wollte und deswegen in der Gefahr der Inhaftierung schwebte. Das Gefängnis wollte er natürlich vermeiden, aber einfach die Steuern zu bezahlen war nicht sein Plan. Er kaufte drei alte große Passagierschiffe und gründete eine Organisation namens Sea Org. Diese Organisation hat er zum höchsten Organ von Scientology gemacht. Die Sea Org sollte nur aus Scientologen mit einem hohen Rang bestehen und so etwas wie eine Eliteeinheit sein, die Hubbard direkt unterstellt sein sollte. Er wurde also zum Kapitän einer Flotte aus drei Schiffen und wollte, dass diese Flotte ständig in Bewegung bleibt, um von den Steuerfahndern zu entkommen. Denn in internationalen Gewässern hat das amerikanische Gesetz keine Kraft. Um ein Crewmitglied der Sea Org zu werden, muss man einen Vertrag unterschreiben, der einen dazu verpflichtet, 1 Million Jahre dieser Organisation zu dienen. Das spielt auf den Glauben des Scientologen an die Reinkarnation an und natürlich ist es auch ein ziemlich dreister Knebelvertrag. Ron Hubbard verbrachte mehrere Jahre auf hoher See. Er verbrachte diese Zeit meist in den Gewässern des Mittelmeers. Dort dachte er sich immer wieder neue Ränge für Scientology aus und erforschte alte Zivilisationen mit Hilfe von Büchern. Nach und nach haben immer mehr Länder den Scientology-Schiffen verboten, in ihren Häfen anzulegen. Hubbard kehrte dann in die USA zurück, kam ans Land und ist sofort untergetaucht, damit die Steuerfahnder ihm nicht die Vorladung zum Gericht geben konnten, die immer persönlich überreicht werden muss. Ron Hubbard verbrachte den Rest seines Lebens auf der Flucht vor Steuerfahndern und musste nie vor Gericht. Aber zurück zu Sea Org. Die existiert auch heute noch, auch wenn die Schiffe nicht mehr die hohe See befahren. Die Schiffe bleiben meist direkt an der Küste. Die Mitglieder der Sea Org tragen eine Militäruniform, die sehr der Navy-Uniform ähnelt. Die Crewmitglieder sprechen sich nur mit Sir an, auch wenn man eine Frau anspricht, und legen eine militärische Disziplin an den Tag. Sie arbeiten 12 Stunden am Tag für die Scientology-Kirche und das völlig ohne Bezahlung. Die Mitglieder dürfen zwar heiraten, aber keine Kinder kriegen. Sollten sie den Kinderwunsch doch verwirklichen wollen, würden sie aus der Organisation ausgeschlossen werden. Sollten die Sea Org-Mitglieder bereits Kinder haben, dann werden die in einem Scientology-Internat untergebracht, wo sie alle Scientology-Kurse kostenlos absolvieren können. Deswegen hat die Sea Org ein sehr hohes Ansehen und einen elitären Status unter den Anhängern der Sekte. Die Organisation besitzt ein Schiff namens Free Winds. Dieses Schiff steht 24/7 in dem Hafen von Curaçao in der Karibik. Die höchsten Scientology-Ränge kann man nur an Bord von diesem Schiff bekommen und nirgendwo sonst. Die Sekte Scientology weiß sich gegen die Versuche der amerikanischen Regierung, die Sekte unter Kontrolle zu bringen, zu verteidigen. Die beste Verteidigung ist natürlich der Angriff. Mitte der 70er Jahre haben die Scientologen eine große Operation gestartet. Tausende Scientologen haben die amerikanischen Ämter und staatliche Organe unterwandert und Informationen über diejenigen Beamten gesammelt, die der Sekte schaden wollten, um diese zu erpressen. Das Ganze passierte nicht nur in den USA, sondern auch in 30 anderen Ländern. In den USA endete das Ganze mit der Verhaftung von zig Scientologen, die später für Spionage verurteilt wurden. Trotzdem war diese Operation ziemlich erfolgreich und die Scientologen konnten mit der gesammelten Information die richtigen Leute erpressen, um jegliche Kritik an der Sekte zu unterdrücken. Informationen, mit denen man Menschen erpressen kann, sind in Scientology generell sehr wichtig. Und zwar für das Binden der Sektenmitglieder an die Sekte. Ich habe euch davon erzählt, dass jegliche Information, die ihr beim Auditing preisgebt, in Archiven gespeichert wird. Solltet ihr die Sekte verlassen wollen, erst recht, wenn ihr einen hohen Rang habt, oder berühmt seid, dann werden die Scientologen alles daran setzen, euch mit den Sachen, die ihr selbst preisgegeben habt, zu erpressen. Natürlich möchte niemand, dass all seine Leichen im Keller publik gemacht werden, deshalb entscheiden sich nur die wenigsten Scientology zu verlassen. Es ist Scientology sogar gelungen, die Steuerfahndung zu besiegen. Was ich damit meine, erkläre ich sofort.
In den USA, wie auch bei uns in Deutschland, ist das so, dass Kirchen und religiöse Gemeinschaften keinerlei Steuern bezahlen müssen. In den 80er Jahren wollte die amerikanische Steuerfahndung Scientology den Status einer Kirche absprechen, da sie herausgefunden haben, dass das meiste aus den Einnahmen der Kirche nicht für das Wohl der Gemeinde eingesetzt wird, sondern bei den höhergestellten Scientologen in der Tasche landet. Das Ganze wollten die Scientologen um jeden Preis verhindern und fingen an, die Steuerfahnder zivilrechtlich wegen Kleinigkeiten zu verklagen. Von diesen Zivilklagen gab es Zehntausende. Jede Klage musste unbedingt von Beamten bearbeitet werden. Dies raubte sehr viel Zeit und Geld bei den Mitarbeitern der Steuerfahndung, worauf diese dann aufgegeben haben. So durfte Scientology den Status einer religiösen Organisation behalten. Zu diesem Anlass feierte Scientology sogar eine riesige Party. In der Scientology-Sekte gibt es so einige prominente Mitglieder. Die berühmtesten hierbei sind wahrscheinlich Tom Cruise und John Travolta. Beide sind inzwischen Mitglieder seit über 20 Jahren. Diese zwei erzählen ständig, wie das Eintreten in die Scientology-Kirche ihr Leben zum Besseren verändert hat. Es gibt aber Aussagen von Ex-Scientology-Mitgliedern mit einem hohen Rang, dass Travolta einmal versucht haben soll, die Sekte zu verlassen. Das hat er dann aber wieder sein gelassen, nachdem ihm klargemacht wurde, dass Scientology in diesem Fall die gesamte vertrauliche Information, die sie über ihn haben, veröffentlichen würde. Diese Informationen hätten seine Karriere zerstören können und Travolta hat einen Rückzieher gemacht. Tom Cruise dagegen soll aber ein sehr enger Freund des heutigen Oberhaupts von Scientology, David Miscavige, sein. Ehemalige Scientology-Mitglieder sagen aus, dass in der Sekte alles Mögliche unternommen wird, damit sich Cruise wohlfühlt und nur gute Sachen über Scientology erzählt, was er auch macht. Dabei streitet der Schauspieler alles ab, was Scientology seit Jahren vorgeworfen wird. Wie zum Beispiel, dass wenn ein Familienmitglied die Sekte verlässt, dann müssen die restlichen Familienmitglieder jeglichen Kontakt zu dem Abtrünnigen abbrechen. Dieses Vorgehen ist bei Sekten sehr beliebt und hat auch schon unzählige Familien zerstört. Nach dem Tod von Ron Hubbard im Jahr 1986 wurde David Miscavige, der vorher seine rechte Hand war, zum Sektenführer von Scientology. Das ist er auch heute noch. Scientology ist sehr reich und besitzt sehr viele elitäre Immobilien in der ganzen Welt. In manchen Ländern wird Scientology als Religion nicht anerkannt. In manchen Ländern muss die Sekte Steuern zahlen und in anderen wiederum nicht. Es gibt aber auch Länder, in denen Scientology komplett verboten ist. Die Anzahl der Sektenmitglieder verringert sich mit jedem Jahr. Die Scientologen behaupten, dass es Millionen von Anhängern auf der ganzen Welt gäbe. Unabhängige Quellen dagegen gehen davon aus, dass die Anzahl der Mitglieder etwa bei 25.000 liegt. In der Mitte der 80er Jahre hatte Scientology noch um die 100.000 Anhänger. Im Vergleich zu anderen Sekten wie Mormonen oder den Zeugen Jehovas ist diese Zahl mehr als winzig. Der schlechte Ruf von Scientology eilt ihnen also voraus. Wenn ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt, dann lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Der Kanal ist wie gesagt noch sehr jung und ich freue mich über jeden Support. Vielen Dank.